Jo, hier ist der Gusor wieder. Er hat wieder seine schönen Ohrstöpsel drinne, dass er nichts von jemand anderem hört. Nein, falls Lichtli wieder anruft, dann darf ich das nicht verpassen. Okay, was waren das für eine Formation? Okay. Du droppst diese. Okay. Also du spielst schon mal nicht mit BlueStacks, das ist schon mal ganz klar. Ich würde sagen, krasser Overkill, oder? Gucken wir mal. Ah, es kann noch. Zu gerade so rein. Ja, doch, doch, schöner Overkill. In the face. Jetzt klar, logisch, rennen sie hin und her, hin und her, hin und her. Wir machen hier nochmal ein Turbo. Bam, 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 bam. Schön leergeräumt. 25, nee, 29 Pokis. Einwandfreies Ding. Manu, leider nicht alles. Der Boss ist sehr aktiv hier. Also, du hast auf jeden Fall geilen Loot, das muss man jetzt mal so sagen. So ist es nicht. Okay. Keine Sorge, es buggt nicht, es leckt nicht oder sowas. Ich war das. Ich wollte einfach nochmal ein bisschen Zeit haben zum Gucken, zum Verschnaufen. Ja, das ist längst nicht, das ist nicht längst nicht alles, das ist gar nichts. Das ist schon eher, das kannst du schon eher als Fail-Attack nehmen. Also ich, ganz ehrlich, der Gegner wird sich gefreut haben. Der Gegner hat sich gefreut, dass es nicht mehr war. Das war unschön. Den hätte ich auf jeden Fall nicht gepostet. Aber dafür das Gold. Ja, sehr geil, sehr geil. Richtig schön inaktiv, definitiv keine Bombe mehr zu finden, glaubt mir. Na, und dadurch schade, dass halt die Bohrer nicht gemaxt waren. Da sieht man natürlich jetzt den Unterschied. Mit gerade mal 1800, das hätte natürlich mit schönen drei gemaxten Bohrern richtig anders ausgesehen, ganz klare Sache. Aber schön, dass du dich hier aufhältst, dass du halt sagst, gut, okay, komm, erstmal das. Und das sehe ich halt auch so. Nicht einmal ringsherum und mal gucken, ach, vielleicht gehen sie irgendwo rein, sondern nein, ich habe da eben meinen bestimmten Punkt, da habe ich eben relativ viel an Ressourcen, was ich haben möchte. Wir sind bei 600.000 Gold. Das muss man sich mal bitte schön geben, kurz, ja? Und da sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Das ist mega nice. So, und jetzt ist natürlich nicht mehr so viel da. Ah, okay, du hattest die CB noch. Schade. Da sind die Riesen natürlich jetzt. Hier defen sie noch ein bisschen gut. Das ist nicht verkehrt. Da hast du noch Glück gehabt, dass die Riesen so gelaufen sind. War jetzt die Zeit leer? Ja, Zeit weg. Das kann schon so sein, weil sonst hättest du ja sogar noch mehr bekommen. Weil der Rest war halt mit den Riesen beschäftigt. Aha, aber geiles Ding auf jeden Fall. Richtig, richtig gutes Zeug. Aha, bringt in dem Bereich nichts. Wenn du jetzt sagst, oh, ich pack dann die Barbaren hin, die Riesen tanken schon, dann bringt dir das nichts. Da muss dann wirklich ein Mauerbrecher rein und fertig. Sonst killst du die wirklich an der Wand. Du siehst es ja effektiv. Gerade mal so durchgearbeitet halt. Das ist natürlich schwierig dann. Klar, aber du hast ja geschrieben, bei den Truppen, klar. Ist ja bei mir auch nicht selten. So, jetzt hast du hier Glück, dass. Ah, schade. Jetzt, die werden. Na, nee. Ein paar haben überlebt, ganz genau. Und die können natürlich dann hier noch gut Schaden anrichten.
Aber das war's dann auch. Da passiert nicht mehr viel. Obwohl die Zeit noch Ewigkeiten läuft. Du hast 33 Luckys noch. Naja. Die können da schon noch darüber rumreisen, auf jeden Fall. Auch wenn die nur zwei sind. Du hast ja die Zeit. Ist ja gar kein Thema. Ja, war okay. Genau. Schön, schön gesetzt. Drinne sind sie. Ah, habe ich das falsch gesehen oder hättet ihr die auch noch nicht gedroppt? Weil das war, da kann man den Packers keine Schuld geben. Ich meine, wenn hier draußen die Kaserne steht, dann ist doch klar, gut, okay, komm, dann nehme ich die Kaserne mit. Mal gucken, ob du, also du könntest sie theoretisch reinbekommen noch, aber du, nee, du hast keine Mauerbrecher mehr. Okay. Weil sonst hätte man ja, so mache ich es mit der Queen dann halt eben öfter mal, dass wenn ich halt merke, gut, okay, die läuft mir halt wirklich außen rum, dass ich dann da halt nochmal Mauerbrecher setze und ihr dann nochmal sage, bitte, bitte, Queen, dann geh jetzt mal da rein. Nicht das erste Mal, dass es da dann wirklich geklappt hat. Na, schade, das ist jetzt hier deathmäßig richtig toll, aber natürlich nichts mehr, was danach hinten noch ransetzt. Und du kannst nicht mal sagen, ja gut, okay, jetzt ist der Inferno hier beschäftigt, da ist keine Beschäftigung dafür. Das ist ein übelster Fail-Griff, würde ich sagen. Das ist Glück gehabt, dass du hier noch ein bisschen was Alex abstauben konntest und das war's, oder? Also da passiert nichts mehr. Jetzt kommt, ja, den hättest du dir sparen können. Der ist Quark gewesen. Das sind zusätzliche. Ich weiß nicht, was der auf Level 2. Ich weiß, dass er auf Level 1,95 kostet. Und das hättest du dir sparen können. Auf jeden Fall. 850k. Auch wieder gebartscht. Ich mache mal wieder schneller, aber 850 ist natürlich schon echt richtig geil. Ja, es ist schwierig. Ist schwierig hieran. Okay, ja. Ja, in dem Fall ist das vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, dass man dann sagt, gut, okay, komm hier, dann lass alles. Und du hattest eine schöne CB. Du hattest eine schöne CB, die dir richtig was geholfen hat, auf jeden Fall. Und der King razert hier noch gut durch. Der ist noch nicht down. Der ist noch nicht down. Jetzt wird er noch geraged. Einwandfrei. Alter, hast du es ihm gegeben? Krass. Geil, geil, geil. 95% und richtig gut losgelegt hier. Ja, einwandfrei. Einwandfrei. Zwei Earthquake Spells bringt gar nichts. Das weißt du bestimmt selbst. Und jetzt hier schön. Bei sowas ist natürlich, in so einem Bereich ist natürlich ein Kobi auch richtig geil, dass der halt wirklich direkt an den anderen Sachen vorbeirennt und dann sagt halt, gut, okay, komm, auch wenn du hier schön in der Ecke stehst, ich nehme dich trotzdem mit und fertig aus. Aber schön gemacht. Schön gemacht, richtig schön fast auf Null noch gezogen. Und das dunkle Gut ist halt so. Ja, das ist der richtige Clan. Auch normal. Also gut, klar, Glück gehabt. Und zumal auch wirklich Lager leer. Da gilt es halt nur wirklich Minen und Sammler und Bohrer und dann ist das schick. Alter, morgen haben wir wieder Freitag und dann haben wir wieder Weekend. Also, ihr habt dann schon Weekend, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall freue ich mich am Donnerstag sehr darauf, dass ja dann schon fast weg ist. Geiles Ding. Schön, freut mich. So, oh. Nee, das ist erstmal ausreichend für die jetzige Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.